Ashwagandha wird derzeit oft in den Himmel gelobt. Müssen Sie nun Angst vor giftigen Inhaltsstoffen haben? Man muss sagen, die Studienlage ist nicht immer zufriedenstellend und es stellt sich eher auch die Frage, wird hier wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt? Möchten Sie gerne endlich besser schlafen, stressresistenter sein und beim Sport auch ja, mehr über sich hinauswachsen? Mit Ashwagandha soll das alles kein Problem sein, sofern man den ein oder anderen Werbeversprechen glaubt. Auch auf Instagram, YouTube und so sieht man ganz viele Beiträge dazu, wo dieses ja, Mittel gehypt wird. Doch kann ein pflanzliches Supplement überhaupt so eine starke und vielseitige Wirkung haben? Gerade ich selbst bin immer vorsichtig, wenn etwas so in ganz vielen verschiedenen Bereichen wirken soll. Was der Stand der Forschung sagt und welche Personengruppen das ayurvedische Heilgewächs auf keinen Fall supplementieren sollten, das ist nämlich auch wichtig zu wissen, Stichwort Bluthochdruck, Schwangerschaft, das erkläre ich jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch verständlich und korrekt aufzuklären über Krankheiten, Ursachen dieser Erkrankung, aber auch das Thema Ernährung und gerade das Thema Supplements, Nahrungsergänzungsmittel gehört halt auch dazu. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Seit mehreren tausend Jahren wird die Ashwagandha-Pflanze, die im Deutschen auch Schlafbeere oder auch Winterkirsche heißt, in der traditionellen indischen Heilkunst eingesetzt. Also dort ist es quasi schon was ganz Traditionelles, Altes, nichts Neues. Sie soll unter anderem Stress, Ängsten, Schlafstörungen, sogar bei Fruchtbarkeitsproblemen entgegenwirken können und dabei gleichzeitig auch sehr verträglich sein. Kein Wunder also, dass das ayurvedische Heilkraut inzwischen auch auf dem westlichen Supplementmarkt boomt und wir schauen uns jetzt kurz einmal ein paar Basics dazu an. Was ist Ashwagandha? Als Ashwagandha wird ein immergrüner Beerenstrauch aus Indien, aus Nordafrika und auch dem Mittleren Osten bezeichnet, der mit botanischem Namen Vitania somnifera heißt. Auch wenn die rötlichen Beeren des Strauchs vielleicht sofort irgendwie ins Auge stechen, es sind vor allem die Wurzeln und auch die Blätter des Nachtschattengewächses, die in der ayurvedischen Heilkunde Beachtung finden. Sie werden traditionell in Pulver verarbeitet, inzwischen gibt es aber auch Supplements in Form von Kapseln, von Tee, ganz viele verschiedene Arten. Doch was macht Ashwagandha jetzt als Heilpflanze so beliebt? Sie ist reich an verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen, denen unter anderem antioxidative und antientzündliche Effekte zugeschrieben werden. Das ist schon mal ja gut. Besonders die sogenannten Alkaloide, die können zudem eine psychoaktive Wirkung auf uns haben. Auch zum Beispiel Koffein, Nikotin, Kokain und Atropin, das sind ja alles auch Alkaloide. Ist die Wirkung von Ashwagandha also vergleichbar jetzt mit Drogenkonsum? Das ist jetzt einmal ganz wichtig. In der Dosierung und in der Form, in der Alkaloide in der Ashwagandha-Wurzel vorkommen, ist normalerweise nur mit einer, nennen wir es mal so, leicht stimulierenden Wirkung, wie zum Beispiel auch bei Koffein, also beim Kaffee, zu rechnen. Achtung aber, die Frucht enthält einen deutlich höheren Alkaloidanteil und ist dadurch ungenießbar und in größeren Mengen auch giftig. Ein typisches Beispiel für das Sprichwort, die Dosis macht das Gift. Weitere wichtige Pflanzenstoffe in Ashwagandha sind die sogenannten Vitanolide und sie gelten als natürliche Steroide und sollen unseren Hormonhaushalt positiv beeinflussen können. Das gilt insbesondere für die Geschlechtshormone, das Stresshormon Cortisol und die Schilddrüsenhormone. Also Einfluss auf Geschlechtshormone, Stichwort Testosteron, Cortisol und Schilddrüsenhormone. Welche positiven Gesundheitseffekte Ashwagandha durch seine bioaktiven Inhaltsstoffe genau haben soll, was es also genau macht, das schauen wir uns jetzt einmal an. So, und jetzt einmal Werbung in eigener Sache. Meine Ratgeber, die habe ich verfasst, um da wissenschaftlich und unabhängig studienbasiert zu erklären, welche Supplements wichtig sind, zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System, für unser Immunsystem oder auch zum Muskelaufbau. Und wenn Sie das interessiert, dann gerne schauen Sie einmal in meinen Shop rein. Angebliche Wirkung von Ashwagandha. Wünschen Sie sich manchmal auch so eine Wunderpille, Wundermittel, die alle kleineren, auch größeren Wehwehchen des Alltags in einem Wisch beseitigt? Logisch, das wollen wir alle und ich würde auch mal sagen, der sowas entwickelt, der kriegt wahrscheinlich einen Nobelpreis und vor allem ist er verdammt reich. Bei Ashwagandha-Supplements kann man schnell den Eindruck bekommen, dass sie genau das ermöglichen, zumindest wenn man heutigen Fitness-Influencern oder Influencern mal zuhört. Unter anderem wird dem ayurvedischen Heilkraut zugeschrieben, dass es erstens Stress und Angstsymptome verringern kann, auch den Schlaf verbessert, die körperliche, auch die geistige Leistungsfähigkeit steigern kann.
Es gibt eine wachsende Anzahl von wissenschaftlichen Studien, und das ist schon mal gut, es gibt also wissenschaftliche Studien, und zwar immer mehr, die untersucht haben, ob Ashwagandha tatsächlich diese und auch die anderen gesundheitlichen Vorteile bietet. Ashwagandha bei Stress und Angst. Und genau das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Eines der in den letzten Jahren am meist beforschten Einsatzgebieten von Ashwagandha ist die Wirkung bei Stress- und Angstsymptomatiken. Nochmal, in der indischen Heilkunst wird es schon sehr lange benutzt, aber das muss ja nicht heißen, dass es wirkt. Aber in einer Meta-Analyse von 2022 wurden die Ergebnisse von 12 Studien der letzten Jahrzehnte ausgewertet. Und das Forscherteam dort kam dabei zu dem Ergebnis, dass eine Ashwagandha-Supplementierung tatsächlich signifikant, also nachweislich signifikant die Symptome von Stress und Angst sowohl bei gesunden als auch bei psychisch erkrankten Studienteilnehmern durch eine mehrwöchige Einnahme senken kann. Also das sind ganz wichtige Erkenntnisse, sowohl also bei Kranken als auch bei Gesunden. Man geht davon nun aus, dass dieser Effekt durch die aktivierende Wirkung von Ashwagandha auf den GABA-Neurotransmitter entsteht. GABA, das ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter sozusagen, und der wird sozusagen aktiviert. Und das ist ein Botenstoff, dieses GABA, bei uns im Gehirn, der eine beruhigende oder eine angstlösende Wirkung hat. Außerdem scheint Ashwagandha den Spiegel des Stresshormons Cortisol senken zu können. Auch das ist ja gut. Teilweise wird die Wirkung von Ashwagandha sogar mit der Wirkung von Benzodiazepinen, also einer speziellen Medikamentengruppe von angstlösenden, sedierenden Medikamenten verglichen. Benzodiazepine, zum Beispiel Tavor, Diazepam, Valium. Und da muss man aber ganz klar jetzt sagen, weder kann Ashwagandha die ihnen verschriebene Medikation ersetzen, noch sollten sie versuchen, auf eigene Faust starke Angst- oder sogar Depressionssymptome jetzt mit Ashwagandha, mit solchen Supplements zu behandeln. Wenn sie Angststörungen haben, Depressionen haben, dann sollten sie damit zum Arzt gehen. Wenn sie Benzodiazepine oder andere Medikamente dagegen nehmen, dann diese nicht selbstständig durch Ashwagandha ersetzen. Ob Ashwagandha für Sie als ergänzende Maßnahme in Frage kommt, können Sie individuell mit Ihrem Therapeuten, Ihrem Psychotherapeuten, Ihrem Hausarzt, Ihrem Psychologen besprechen. Wer auf jeden Fall auf eine Einnahme verzichten sollte, das ist wichtig zu wissen, darauf gehe ich jetzt nämlich am Ende des Videos auch nochmal ein, dann sage ich das ganz genau. Möchten Sie nur Ihr alltägliches Stresslevel senken, dann kann Ashwagandha Sie dabei unterstützen. Beachten Sie dabei aber bitte auch, dass in der Meta-Analyse darauf hingewiesen wurde, in der Studie, die ich gerade gezeigt hatte, dass die analysierten Studien teilweise methodische Schwächen und das ist oft das Problem, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, zu wenige oder zu spezielle Teilnehmer haben. So oder so sollten Sie sich nicht auf Supplements alleine verlassen. Supplements sind keine Wundermittel, sie sind Nahrungsergänzung, sondern auch weitere Methoden zur Stressreduktion ergreifen. Was führt zu Stress? Kann Sport dabei helfen? Mehr Schlaf? Haben Sie vielleicht schon Erfahrungen mit der Einnahme von Ashwagandha zur Stressreduktion gemacht? Dann schreiben Sie das gerne einmal in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ashwagandha bei Schlafstörungen. Haben Sie oft mit Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten zu kämpfen? Oft hört man ja, dass Melatonin da wichtig ist. Auch bei dieser Problematik steigen Angebot und Nachfrage für Ashwagandha-Produkte stetig. Und ich bin mal gespannt, ab wann auch Influencer nicht mehr Werbung für Melatonin, sondern für Ashwagandha machen gegen Schlafstörungen. Mit der wissenschaftlichen Belegbarkeit dafür hat sich eine weitere Meta-Analyse aus 2021 befasst. Und aufgrund der bisher überschaubaren Studienlage, also da gibt es nicht wirklich viele Studien zum Einfluss von Ashwagandha auf die Schlafqualität, wurden lediglich also 5 Studien aufgenommen, die wurden sich angeschaut. Diese limitierte Auswahl, also von 5 Studien, deutet auf eine Verbesserung der Schlafqualität durch eine mehrwöchige Ashwagandha-Supplementation tatsächlich hin. Worauf genau jetzt dieser Mechanismus beruht, ist allerdings noch nicht vollständig geklärt. Und aus diesem Grund hält das Forschungsteam, die Autoren, größere Studien, insbesondere bezüglich der Dosierung, der Dauer der Anwendung und das ist wichtig, das fehlt meist, den Folgen einer Langzeitanwendung für wichtig. Ich würde auch immer sagen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, beziehungsweise es gibt immer 2 Seiten der Medaillen. Und das kann manchmal Sie auch erst über einen längeren Zeitraum bemerkbar machen. Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben mit Ashwagandha und Einschlafstörungen oder so, dann gerne schreiben Sie das auch einmal auf. Ashwagandha für Muskelaufbau und Fitness.
Die entzündungshemmende und hormonregulierende Wirkung von Ashwagandha soll auch noch in ganz anderen, vielleicht jetzt irgendwie überraschenden Bereichen Vorteile bringen, und zwar beim Sport. Muskelaufbau, Regeneration und Ermüdungsanzeichen sollen angeblich durch Ashwagandha positiv beeinflusst werden können. Das sind ja auch gerade Bereiche, wo ein hoher Proteinkonsum ja helfen soll oder helfen tut. Unabhängige Übersichtsstudien sind in diesem Bereich, muss man sagen, leider noch Mangelware. Kleinere Studien lassen allerdings vermuten, und vermuten heißt nur, sie sind ein Hinweis, aber noch kein Beweis, dass Ashwagandha-Supplements das Muskelwachstum und die Performance beim Krafttraining verbessern können. Allerdings gibt es dabei ein paar Einschränkungen, und das ist auch wichtig zu sagen. Denn das Muskelwachstum, das wird zumindest teilweise durch die testosteronregulierende Wirkung von Ashwagandha erklärt. Das ist sozusagen der Zusammenhang. Sprich, Männer, die zum Beispiel an einer stressbedingten Testosteronspiegelsenkung leiden, kann ja sein, können unter Umständen von einer Ashwagandha-Supplementierung profitieren. Warum ist das so? Denn Testosteron wirkt ja anabol, also muskelaufbauend, Stichwort auch Anabolika. Bei Männern mit normalen Testosteron-Level und Frauen ist diese Wirkung deshalb eher zu vernachlässigen. Es ist also davon auszugehen, dass, wenn man sozusagen kein Problem mit dem Testosteronspiegel hat, Ashwagandha auch keinen Effekt hat. Von der cortisolsenkenden Wirkung können Sportler und Sportlerinnen hingegen vermutlich geschlechtsunabhängig profitieren. Das Stresshormon Cortisol wirkt nämlich katabol, also muskelabbauend. Und die oxidativen und auch die antientzündlichen Eigenschaften, die scheinen die Muskelregeneration positiv zu beeinflussen, unterstützen zu können. Ashwagandha und Fruchtbarkeitsstörungen. Ebenfalls mit der testosteronregulierenden Wirkung wird auch die mögliche fruchtbarkeitssteigernde Wirkung von Ashwagandha erklärt. Unfruchtbarkeit und auch unerfüllter Kinderwunsch sind ein logisch für die Personen dann belastendes und auch ein häufiges Thema. Und die möglichen Ursachen, das ist ganz wichtig, sind oft vielzählig. Und es gibt kein Wundermittel, keine Wundermaßnahme dagegen. Ein häufiger Auslöser sind hormonelle Dysbalancen. Die antioxidative und auch die hormonregulierende Wirkung von Ashwagandha soll bei Männern dabei helfen können, die Spermienanzahl und auch die Spermienqualität zu verbessern. Auch Frauen sollen davon gegebenenfalls profitieren können. Sie sehen aber hier, ich sage Konjunktiv und gegebenenfalls. Allerdings steckt auch hier die Forschung noch in den Kinderschuhen. Und gerade bei einem unerfüllten Kinderwunsch als Beispiel sollten Sie auf professionelle Beratung und Unterstützung setzen und nicht wahllos im Internet irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Dosierung und Nebenwirkungen. Wäre da nicht die teils begrenzte Studienlage, die ist leider immer noch dünn, dann klingt Ashwagandha fast ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, oder? Und gerade davor sollte man auch immer vorsichtig sein, denn die gibt es letztlich nicht. Ist eine Supplementierung also jetzt Pflicht? Sollten wir alle Ashwagandha nehmen? Klingt ja irgendwie so mein Video. Treue Zuschauer kennen wahrscheinlich schon mein Motto. Ein gesunder, stressreduzierter Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung haben oft langfristigere und bessere Effekte auf ihre Gesundheit als eine bunte Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und ist dabei oft noch günstiger. Und auch das sage ich oft, wenn Sie jetzt Ashwagandha nehmen, weil es Vorteile hat, aber Sie sozusagen an Ihrem normalen Lebensstil, an Ihrer normalen Ernährung nichts ändern, dann bedeutet das ja theoretisch, dass Sie ein Leben lang Ashwagandha und auch die ganzen anderen Supplements einnehmen müssten. Und da denke ich, ist es doch viel schöner und mindestens genauso wirksam, wenn Sie das durch Ihre normale Ernährung tun, und die sollte immer ausgewogen sein. Wer dennoch einmal die Wirkung dieses Hype-Produkts am eigenen Leib austesten möchte, die Dosierung, die richtet sich natürlich in erster Linie nach den Angaben des Supplement-Herstellers. In Studien hat sich die Wirksamkeit oft bei Mengen von 250 bis 600 Milligramm eingestellt. Das war das, was man in den Studien gesehen hat. Und in diesem Mengenbereich 250 bis 600 Milligramm gilt Ashwagandha im Großen als sehr verträglich. Auch da muss man immer wissen, die Dosis macht das Gift, hatte ich ja gerade auch am Anfang des Videos schon gesagt. Bei deutlich höheren Dosen, und die Gefahr besteht immer, wenn man einfach nur auch supplementiert, von schätzungsweise mehr als 2000 Milligramm, also 2 Gramm, sind Nebenwirkungen wie Durchfall, Erbrechen und gelegentlich auch Leberprobleme möglich. Ob eine Langzeiteinnahme,
sicher ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, weil wenn Ashwagandha so gut ist, könnte man es ja ein Leben lang nehmen und da weiß man gar nicht, was dann passiert. Nach einer mehrmonatigen Einnahme wird deshalb meist zu regelmäßigen Pausen geraten. Das ist die Empfehlung. Ganz wichtig ist in jedem Fall auch, achten Sie auf hochwertige Produkte in Bioqualität. Idealerweise werden diese in Deutschland oder der EU produziert und die Qualität von unabhängigen Instituten geprüft. Auch das empfehle ich immer bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass unabhängige Institute es prüfen, dass hinten auch wirklich das oder dass das drin ist, was hinten drauf steht. Weil ansonsten droht zum Beispiel eine Verunreinigung mit Schwermetallen wie Arsen und Blei. Wer sollte Ashwagandha nicht supplementieren? Da Ashwagandha mit einigen Medikamenten, und das ist wichtig zu wissen und erfährt man oftmals gar nicht, wie zum Beispiel Blutdrucksenkern mit Beruhigungsmitteln, Immunsuppressiva wechselwirken kann, sollten Sie vor der gleichzeitigen Einnahme eines solchen Supplements zusammen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, also wenn Sie diese einnehmen, immer Rücksprache mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin halten. Das ist ganz wichtig. Wechselwirkung ist eigentlich eins dieser häufigsten, ja, Themen, das man gar nicht beachtet, worüber gar nicht gesprochen wird. Auch Schwangere, auch Personen mit Magengeschwüren und Lebererkrankungen sollten auf Ashwagandha verzichten. Wenn Sie jetzt noch einen zweiten Teil zur Wirkung von Ashwagandha, zum Beispiel bei Schilddrüsenerkrankungen wünschen, bei Bluthochdruck oder auch bei Demenz, dann lassen Sie mich das gerne in den Kommentaren einmal wissen und dann mache ich dazu auch nochmal ein Video, weil Sie sehen, Ashwagandha ist tatsächlich ein großes Thema und ich habe jetzt schon einmal einen Teil rausgenommen, denn es sieht irgendwie so aus, es ist vielleicht eine eierlegende Wollmilchsau, aber gerade langfristige Effekte wissen wir nicht so genau und deswegen sollte man es hier auch nicht übertreiben. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.